Es war angerichtet, das Finale um den Länderpokal 2015. Die schon fast in der Gruppe ausgeschiedenen Niedersachsen trafen auf den haushohen Favoriten aus Hessen. Wer konnte sich den Pott holen? Wer hatte die stärkeren Nerven? Ja, zu Beginn ganz klar die Hessen. Wie in den vier vorherigen Partien starteten die Männer mit den schwarz-weißen Trikots fulminant ins Match und konnten bis zur Halbzeit einen 5-Tore-Vorsprung erspielen. Klar, dass in der Pause die Mienen der Niedersachsen alles andere als positiv erschienen. Aber in Durchgang 2 sahen die Zuschauer ein Finale, das dieses Turnier, diesen Länderpokal nicht besser hätte beschreiben können. Kampf, Leidenschaft, Emotion, strittige Szenen und ja, einfach Handballsport vom Allerfeinsten. Trotz des großen Rückstandes steckten die Niedersachsen aber einfach nicht auf und kämpften sich bis zum Schluss der Partie wieder ran. Hessen dagegen verlor schon wie im Halbfinale gegen Berlin den so wichtigen roten Faden und konnte einfach keinen Ball mehr im Tor der Niedersachsen platzieren. Die Männer in Grün dafür mit dem sogenannten Momentum auf ihrer Seite, sodass 10 Sekunden vor Schluss die Chance bestand, die Chance zum Führungstreffer. Und ja, diese nutzten die Niedersachsen auch. Zwar war das Spiel hier noch nicht zu Ende und die Freude über den Sieg zu früh, doch Hessen konnte mit den 2 verbleibenden Sekunden einfach nichts mehr anfangen. Die Niedersachsen machen die Überraschung perfekt. In der Gruppe fast ausgeschieden, nun einen Tag später Länderpokalsieger 2015. Nach dem Ding, erste Halbzeit dachten wir alle, das Spiel ist eigentlich zu Ende. Aber wir haben uns so gepusht in der Halbzeit, mit der Halbzeitsprache, haben gekämpft, haben alles gegeben. Ja, und dann kommt sowas raus mit dem Teamgeist. Wir haben uns nach einer guten ersten Halbzeit schwer getan, dann in der zweiten Halbzeit die richtigen Mittel zu finden, vor allen Dingen gegen die Manndeckung dann. Und dann ist es halt schwer, irgendwann nochmal dagegen zu halten. Ich muss mal mit dem Trainer gleich reden, was die Trainerin sagt. Aber morgen ist ja wieder Schule, also morgen geht der Alltag weiter. Mal gucken, was die Trainerin gleich noch sagt in der Kabine. Vielleicht kriegen wir noch ein Bier. Hessen verliert also bitter mit 22:23 und wird wohl trotz starker Auftritte nicht wirklich zufrieden sein. Niedersachsen belohnt sich dagegen für eine Wahnsinnsaufholjagd und darf sich nun zu Recht Länderpokalsieger 2015 nennen.